Letztes Wochenende war ich an meinem dritten MXGP-Rennen. Das ist eine Weltmeisterschaft. Die war das Mal in Loket in Tschechien. Und ich erzähle jetzt schnell, wie es mir dort gegangen ist. Wie das normal ist an der Weltmeisterschaft, kommen wir am Freitagmorgen an. Wir stellen alles auf, das Zelt. Dann nehmen wir die TÜV raus. Wir gehen zum Einschreiben. Dort bekommen wir das Formular für die TÜV über, für die TÜV-Kontrolle. Dort wird der ganze TÜV angeschaut, ob alles gut ist, alles sicher ist, alles angezogen. Dann auch eine Lärmmessung, ob die Lautstärke des TÜV in dem Rahmen ist, der erlaubt ist. Helm werden kontrolliert, auch Brustschutz und Rückenschutz. Alles wird angeschaut. Wenn alles gut ist, ist gut. Dann können wir eigentlich entspannt sein. Am Nachmittag oder Abend gehen wir die Pisten anschauen. Dort, es ist eigentlich darum, dass man sieht, wie eine Piste überhaupt ist. Wo hat es Sprünge, wie sind die Sprünge, wie sind die Zuschauerkombinationen, wo geht es rauf, wo geht es runter, wo ist der Start, wo ist das Ziel. Dass man sich mal im Kopf ein Bild machen kann, wie die Piste ist. Und sich auch überlegen, wo vielleicht gute Linien sind. Mein Zeittraining ist am Anfang sehr gut gegangen. Ich konnte gerade in der zweiten Runde an einer schnellen Fahrerin anhängen. Ich bin dann gerade auf dem 7. Platz gelandet, was sehr gut ist, was uns alle sehr gefreut hat. Danach habe ich versucht, mich zu steigern, vielleicht noch eine bessere Runde anzubringen. Ich habe aber durch das mich mehr verkrampft und immer wieder Fehler gemacht. Keine schnelle Runde angebracht und die anderen haben mich dann in dem Sinn überholt. Und so bin ich auf den 14. Rang zurückgekehrt. Im Zeittraining hatte ich auch noch einen rechten Schockmoment. Ich hatte einen rechten Verschnitzer drin. Ich hatte sehr Glück, dass ich den heben konnte. Nach einer Rechtskurve hatte es einen Sprung, der leicht gegenüber war. Im Absprung, nach meiner Meinung, hatte es ein Loch, das ich verwünscht habe. Ich bin leicht versetzt, dann auch in der Luft schon gewesen, dann gelandet versetzt und mit beiden redlich gleichzeitig angekommen auf dem Boden und dann hat es mich wieder ausgehebt. Meine beiden Beine waren irgendwo, überhaupt nicht mehr am TÜV. Ja, und ich habe einfach gedacht, jetzt muss ich einfach heben und irgendwie Gas geben, weil sonst kommt es nicht gut raus. Der letzte Teil vom Samstag ist der erste Lauf. Wie ich eben 14. geworden bin im Zeittraining, so stehen wir dann auch ein. Als 14. konnte ich an den Start parken. Alle 40 Fahrerinnen fahren miteinander ab und jede wird natürlich die erste sein in der ersten Kurve. Ja, hatte ich eigentlich auch vor. Es ist aber dann ein bisschen Gerangel daraus geworden. Rund um mich herum. Hinter mir, vor mir. Ich bin zwar auch gerade reingekommen. Leider war ich dann die, die auch zu Boden musste. Eine weitere Fahrerin ist dann auch noch unglücklicherweise über meinen TÜV hineingefahren. Ich war dann allerletzte, wollte den TÜV aufstellen und das Rennen eigentlich weiter in Angriff nehmen. Aber ich habe gemerkt, das bestimmt nicht. Ich konnte nicht abfahren. Irgendwie mit der Kupplung war etwas nicht mehr gut. Ich habe lange gemacht, bin noch gestanden. Ich habe das Gefühl, die ersten haben mich schon bald wieder aufgeholt. MXGP hat auf Twitter ein Video hochgeladen, genau von dem Start von meinem Sturz. Und da sieht man es recht gut. Ich habe es dann irgendwie geschafft, bin abgefahren.
und habe probiert, so schnell wie möglich wieder den Anschluss zu finden, zum Anfangen zu überholen und noch irgendetwas Gutes zu machen in diesem Lauf. Ich hatte ein Problem mit der Kupplung, konnte fast nicht abfahren. Jede Runde ist das Gefühl, es schlimmer geworden. Es hat immer wie gekuppelt die ganze Zeit. Ich hatte auch nicht mehr wirklich das Vertrauen gehabt, zum Springen. Es ist einfach nicht gut. Ja, ich glaube, die Aufholjagd an sich war nicht so schlecht gewesen. Aber wenn ich überall auch noch hätte springen können, wie ich auch im Training wäre, dann hätte ich sicher noch weiterführen können. Am Sonntagmorgen war der zweite Lauf. Der Start an sich war ja, relativ gut. Ich bin etwas enger gestartet als im ersten Lauf. In der Kurve vorne war es zwar noch ein Gerangel. Ich habe aber gefunden, ey, nein, das Mal gehst du nicht um, gibst Gas, die anderen sollen umgehen. Ist dann auch so. Ich bin weitergefahren. Über die ersten Wellen, die gekommen sind, ist eine Konkurrentin neben mir rechts an mir vorbei. Vorne an mir durch, dann hat sie überschlagen. Über den Hagen. Der Töff von ihr hat es dann weiter gespickt und fast an mich ran. Ich habe wirklich Glück gehabt, dass sie mich nicht verwünscht hat. Dass ich nicht nochmal irgendwie zu Boden wäre anfangs rennen. Und so hatte ich auch Glück gehabt und konnte das Rennen gerade von Anfang an in Angriff nehmen. Und dann immer so ein bisschen Platz können gut machen. Dann habe ich leider wieder zwei Plätze verloren. Es war immer ein bisschen ein Hin und Her gewesen. Also der Start war schon mal viel besser, ich konnte noch ein Gerangel reinkommen, aber Gas geben und durchziehen. Und dann über die ersten Wellen ist der Anderson gerade neben mir gestürzt. Ich hatte echt Glück gehabt, dass ihren Dörf nicht noch in mich hinein ist. Ja, und dann bin ich gefahren, habe probiert auch Plätze gut zu machen. Und ja, probiert überholen und kämpfen. Ich habe mit einem recht einen Kampf gehabt. Aber nachher gegen den Schluss bin ich wirklich recht zusammengebrochen und ich habe einfach probiert, den Platz zu heben. Nicht noch irgendwie grosse Fehler machen, nicht umkehren und schauen, dass mich niemand mehr überholt. Der 12. Platz ist bis jetzt in der Weltmeisterschaft mein bestes Ergebnis. Und das trotz ein paar Fehler und nicht ganz perfekter Fahrtechnik. Und darum zeigt es mir auch, wenn alles stimmt, ist ein Top 10 Ergebnis sicher drin. Und für das kämpfe ich weiter und es lohnt sich auch.